Hallöchen, mein Name ist Sansa und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder los mit einem weiteren Battle mit und gegen die Pokémon-Metropole. Es ist ein Discord-Server, dem ihr gerne beitreten könnt. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und wir freuen uns sehr, wenn ihr dem Ganzen beitretet, denn wir empfangen euch herzlich und wir reden auch über jegliche Themen mit euch, wie Pokémon Gaming und so weiter und so fort. Wir würden uns riesig freuen und vielleicht seid ihr auch beim nächsten Mal beim Blister Battle dabei, denn wie gesagt, dieses sogenannte Blister Battle veranstalten wir immer zu jedem neuen Pokémon-Set, was herauskommt. Und in diesem Fall haben wir das Neueste, nämlich Schaurige Herrschaft mit der Evoli-Variante. Es gibt noch eines mit einem Relaxu. Vielleicht haben die anderen Kontrahenten dieses, deswegen schaut gerne mal bei denen vorbei. Der Link dazu ist auch, wie du mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich freue mich total, dieses Set mit euch aufmachen zu dürfen, denn Schaurige Herrschaft bietet unfassbar schöne Artworks und diese wollen wir hoffentlich in diesem Video auch ziehen. Dementsprechend werde ich das gute Stück hier erstmal aufreißen und dann schauen wir einfach mal weiter. Das Punktesystem seht ihr auch noch wie folgt. Das lautet nämlich dieses Mal so. Also, eine Holo- bzw. Reverse-Holo-Karte ergibt einen Punkt, VGX-Karten 2, VMAX- und Full-Art-Karten 3 Punkte, 4 Punkte bekommt man für eine Rainbow- oder Gold-Item-Karte und 5 Punkte bekommt man für eine alternative Artwork-Karte, eine Shiny- oder Gold-Pokémon-Karte. So, das dazu, das tun wir einfach mal im Hintergrund hin, dann können wir das nochmal besser verrechnen und auch verfolgen. Auf jeden Fall ist hier das gute Blister Pack und ich freue mich total, jetzt dieses Battle mit euch machen zu dürfen. Und deswegen wünsche ich allen Teilnehmenden ganz viel Glück und ganz viele Pulls und ich hoffe natürlich auch für mich selber, dass wir was Gutes ziehen, damit ihr auch ja ein spannendes Battle von meiner Seite habt. Auf jeden Fall geht es jetzt los. So, das Blister Pack haben wir überraschenderweise ganz gut aufbekommen, denn da gibt es teilweise auch diese Anfangsproblematik. Aber heute soll es nicht so sein. Das finde ich schon mal gut, dass wir so durchstarten. Das ist ein tolles Zeichen für dieses Battle. Ein gutes Omen, genau, das ist das Wort, wonach ich gesucht habe. Und hier haben wir auch eine neue Münze in Form eines Rayquazas, diesmal auch in diesem Smaragdgrün. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir auch ganz gut. Rayquaza, ein tolles Pokémon und das wird uns im nächsten Set Drachenwandeln, so heißt es, auch nochmal begegnen. Auf jeden Fall habt ihr hier den Code für die Promokarte, die wir auch gleich zu Gesicht bekommen. Ein Evoli in Holo mit einem wunderschönen Foil. Das Artwork selber ist auch sehr, sehr schön. Spuren der Evolution und stürmischer Kick. So lauten die Attacken dieses Pokémon und das lieben wir auch direkt mal ein. So. Kommen wir nun zu den drei Booster Packs. Da haben wir zweimal das Arktos Artwork und einmal dieses wundervolle Duo, bestehend aus Koronospa und einem Phantomross. Da ich den Namen leider nicht genau weiß, sondern nur die Kombination aus Phantom und Ross, möchte ich jetzt nicht einen Wild Guess abgeben bzw. ein Ratespielchen draus machen. Das wird sonst ganz peinlich enden. Und dann starten wir doch einfach mal so, wie die Reihenfolge schon gegeben ist. Das erste, was ich hier sehe, ist ein Wuffels. Das bedeutet, dass die Sonne direkt bei mir aufgeht. Also so ein schönes Pokémon gibt es selten. Aber davon kann ich nie genug haben. Wuffels im Schnee, sehr, sehr süß als fokussierter Angriff. Voltilam, fließender Angriff mit dem Chimpep. Porygon, wir haben ein Golbit, eine Elektroenergie. Enea, eine, ja, ich sag mal, Alternative zu der Schönheit. Spiralenergie. Eine Karte, die ich noch gar nicht kenne. Das sieht ja mal super schön bunt aus. Das gefällt mir. Weiter geht's mit Cravell. Einem Sengo als Reverse-Holo-Karte. Heißt, wir haben hier unseren allerersten Punkt. Und es heißt auch, dass wir nicht leer ausgehen. Das beruhigt mich schon mal. Und dahinter haben wir einen potenziellen Hit. Und dieser wird sein ein Kronjuwild. Meines Erachtens nach hat Kronjuwild noch keinen allzu großen Auftritt im Pokémon-TCG gehabt, weshalb es mich sehr freut, dieses Pokémon, was übrigens auch seine Form und Farbe nach der Jahreszeit anpasst, als Rare-Karte zu sehen.
Sehr, sehr schön, ein super schönes Pokémon, gefällt mir definitiv besser als das sogenannte Dumhyplex, denn mit diesem Pokémon habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Und ja, unser erster Punkt mit dem Zengo Reverse Rare tun wir auf jeden Fall hinten im Hintergrund hin, damit wir das besser verfolgen können. Und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Booster Pack. An dieser Stelle geht an euch der schaurige Herrschaft-Code. Ich hoffe, ihr zieht was Gutes, denn in diesem Set gibt es die wunderbaren, legendären Vogel-Pokémon zu ziehen, die allesamt ein wunderschönes Artwork vorweisen. Deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle ganz viel Glück. Und ja, es geht weiter mit einem Porygon. Porenza, Botogel mit den Geschenken, Smogon, ein Nebulak, oh, dazu passend eine wundervolle Psychoenergiekarte, Seyong, dann haben wir Camillo, einem Arenaleiter, Nebelkristall, Formeo als unsere Reverse-Karte und dahinter haben wir noch ein Barnett Regular Rare. Schade. So, das letzte Booster-Pack, mal sehen, was darin sich verbirgt. Wir sehen schon mal ein Lapras, das ist ganz schön. Hier ist die letzte Codekarte vom letzten Booster Pack. Ich hoffe wirklich, dass es uns Glück bringt. Und dann schauen wir doch einfach mal in das letzte Booster Pack hinein. Wir haben hier ein Lapras, im Hintergrund noch seine Trainerin, ein Frubel Toxiped. Ein Trassler, Stolunio bei der Arbeit, Stahlenergie, passend dazu ein Seyong, die Ärztin, ein Alpollo, oh, leider keine Reverse Rare Karte, nur ein Frobert in der ganz normalen Reverse Variante und zu guter Letzt vielleicht noch etwas für unseren Kontostand, ich hoffe es inständig, wir haben... Oh, super, Fruyal, die Endentwicklung zu Frubel. Passend, aber unpassend für dieses Battle. Wir haben leider keinen weiteren Punkt mehr erzielen können, aber wir sind zum Glück nicht leer ausgegangen, denn wir haben ein Zengo in Reverse Rare gezogen, was einen Punkt ergibt. Und ja, es kommt natürlich darauf an, dass wir ganz viel Spaß bei diesem Battle hatten. Das ist definitiv der Fall, das kann ich so bestätigen. Es war wieder mal eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Battle oder bei den nächsten Videos vorbeischaut. Schaut auf jeden Fall bei den anderen Kontrahenten vorbei. Ich wette mit euch, dass sie was Schönes gezogen haben, weshalb ihr euch das nicht entgehen lassen könnt. Ich danke vielmals, dass ihr eingeschaltet, dran geblieben und vor allen Dingen auch zugeschaut habt. Ich erwarte euch bei den nächsten Videos. Wir sehen uns dort nämlich wieder. Haut da rein, habt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.